Ein wunderschönes Hallo und willkommen bei den Goldspielen für die Xbox One, für die Xbox 360, die Xbox One halt fertig, wir wollten ein Cartoon-Spiel. Und jetzt bin ich auf der Xbox 360, wobei es ein Xbox Classic-Spiel ist von der allerersten Xbox, Star Wars Republic Commander. Und es läuft auch auf der Xbox One, soweit ich weiß. Und wir fangen jetzt an, um das 20 Minuten. Neues Spiel. Ich habe es damals gleich zum Release gekauft, ich kenne es also. Aber es ist halt Classic und ich habe keine Spielstände dazu. Ich müsste es sogar als CD haben. Willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Das war die Klonanlage. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Aber oft werden sie nur durch ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Sie sind ein Kommando, eine Eliteeinheit, etwas ganz Besonderes. Ihre Waffen, ihre Rüstung und vor allem ihre Brüder. Die Eiwa unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Ein paar Lecks drin. Als Delta-Leader. Delta 4.0. Ihr Fundament, ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6.2. Herz und Seele Ihres Teams. Und 07. Der erbittertste Jäger Ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von Ihnen erwarten, dass sie sie verteidigen und wenn nötig ihr Leben geben. Sergeant, schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff! Alles startbereit! Neues Kampfschiff! Okay, Gruppe B, Bewegung! Los geht's, die Geschütze nach Achtern! Munition laden! Los, los, los! Sir, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir. Okay. Mit aller Härte. Okay.
So, jetzt kann ich eigentlich mal ein bisschen quatschen hier. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Eigentlich nur, dass es in wirklich neuer Grafik wirklich so geil wäre, dieses Spiel. In so einer richtig schönen HD-Grafik. Das wäre wirklich Hammer. Aber man sieht dieses Spiel wirklich das Alter extrem an. Aber wirklich extrem. Mit taktischen Informationen versorgen. Taktische Informationen erscheinen auf Ihren HUDs als holographische Projektionen. Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. Hoppala. Kontrollpunkt. Hier sind Ihre Befehle. Anvisieren ist auf dem Analogstick hier. Ducken. Schlafen. Sie wurden getroffen. Ihre Vitaldaten sehen nicht gut aus. Sie hätten mich getroffen. Mit dem Bagdad, bevor Sie weitergehen. In Ihrer Nähe ist eine Krankenstation. Okay. Oh. Ach, hey. Gehen Sie zur nächsten Bagdad-Station und heilen Sie sich. Suchen Sie ein großes Gerät mit einem Kreuz darauf. Okay. Alles klar. Wieder, Ihre Vitaldaten stehen bei 100%. Sie können weitermachen. Sie sind im Schützengraben. Rückzug zum Gamma-Sektor. Rückzug! Neue Ziele wurden geladen. Gehen Sie zum abgestürzten Kampfschiff. Springen kann ich irgendwie nicht. Die Einsatzzielanzeige zeigt in Richtung Ihres nächsten Ziels. Och, Alter. 3-8, sichern Sie das Gebiet vor dem abgestürzten Kampfschiff. So anvisieren ist wirklich ein Krampf. Wo man das so gemacht hat. Aber es hat ein paar Soundprobleme und ein paar Lecks. Oder haben wir den Sound halt mir gerade getäuscht, aber es hat. Das war sehr komisch. Alter. Oh. Kann ich keine Granaten werfen? Habe ich nicht. Da, ich habe kein Zielwasser getrunken. Gute Arbeit, Dreier. Einen Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Einen Arzt! Er braucht einen Arzt! Die haben alle die gleiche Stimme. Sir, sie begeben sich in feindliches Gebiet, da wimmelt es von Droiden und Bugs. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Wir errichten Barrikaden als provisorische Verteidigungslinien. Leck. Okay, ich kann drin kommen. Alter. Einfach draufhalten. Oh. Was war denn das für ein Schrei, bitte? Okay, den habe ich nicht. Thermalgranaten. Granaten zum Inventar hinzugefügt. Wie werfe ich die? Mit dem Schalter links. Ausgezeichnet. Werfen Sie die Granaten jetzt auf die Geschützstellung. Nicht richtig getroffen. Erst bringe ich euch um. Sie können diese Geschützstellung nur mit Granaten ausschalten. Sehr beeindruckend, Dreier. Sehr beeindruckend. Gedrückt halten. So, so. Delta Leader, 162 ist in Ihrer Nähe. Sie müssen ihn bald erreichen.
feindlichen Droiden. Ja, nehmt das. 6-2 Einsatzbereiter. Alles klar. Okay. Ich klinke mich in die HOD ein, Boss. Unsere Soldaten haben keine Chance gegen die Sonargeschütze. Anführer, ich habe die Position für den Sprengsatz auf Ihren Visor geladen. Scorch, zerstören Sie den Bunker für mich. Gut, ich kann es kaum erwarten, etwas in die Luft zu jagen. Oh, kann ich anfordern, sehr gut. Möchten Sie einen großen oder einen kleinen Krieger, der sich ihrer Bringen Sie uns einfach rein, ohne das ganze Team in die Luft zu jagen. Der Sprengsatz ist scharf. Sie sind dran, Boss. Bam. Eklig. Okay. Berater, wir haben hier schwere Geschütze. Kampfschiff Haken ist unterwegs. Yeah. Ich liebe diese Schiffe da. Weiter so, Kommandos. Ich überwache vom Kampfschiff aus Ihre Fortschritte und liefere Ihnen wichtige Informationen. Im Moment ist keine Verstärkung verfügbar. Geben Sie sich gegenseitig Deckung. Ladesequenz. Denken Sie daran, Delta Leader. Ihr Primärziel ist zum Fake. Suchen und zerstören. Ich bringe ich um. Delta 4-0 ist auf der anderen Seite der Tür. Sprengen Sie die Tür. Ich sage ihm, er soll sich in Sicherheit bringen. Mache, Sprengsätze scharf. Alles klar. Der Sprengsatz ist scharf. Sie sind dran, Bord. Ja, dann geh mal zur Seite. Achtung, Granate. Du Idiot. Das ist, Fixer. Er ist Fixer. Delta Leader, 4-0 soll den Sicherheitsschild hacken. Wenn das einer kann, dann er. Hier wird der Status und der Standort Ihres Teams angezeigt. Ich muss sagen, Momentchen. Ist cool. Wie damals. Warum sie davon noch nicht irgendwie eine neue Flagge gemacht haben, verstehe ich nicht. Steuerung verbessert und Grafik verbessert. Das wäre doch super. Sorry. Der Sound hackt. Die hässlichen. Hier, warte mal. So. Aber wir sind schon wieder fast um die 15 Minuten. Kam mir gar nicht so vor. Oh, ein bisschen machen wir noch. Geonosianische Jäger im Hangar gefunden. Zerstören Sie sie, damit sie nicht gegen uns eingesetzt werden können. Ui, wo bist du? Ach je, das wollte ich gar nicht so. Schade, dass es damals noch keine Erfolge gab. Hier, mach mal hier. Bin doch hier.
Boni habe ich für den. Deckung, Deltas. Ich liebe dieses Geräusch. Da. Fixer geht vor und wie heißt das? Scotch. Langsam wird es dunkel. Delta Team, schalten Sie auf Visor-Modus um. Was? Welcher Knopf ist das denn? Ach der. Lade nach. Gleich eliminiert. Druiden voraus. Aktiviere Nachtsicht. Das war ein bisschen Augenkrebs, aber ja. Aber irgendwie treffen die mich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das ist, glaube ich, leicht oder normal. Höher ist das nicht. Aber ich denke mal, es ist leicht. Achtung, Deltas! Schalten Sie den Visor ab, Delta. Hier drin ist es sehr hell. Ach so. Gut, schön zu wissen. Mit einer Sprengladung den Weg frei. Lade nach. Ich geb dir doch Deckung. In Deckung. Bäm. Der brennt. Nicht übel, Lieder. Einfach alles nieder. Schießen. Hey, hier kommt der Hirte auf deine Mutter. Kontrollraum abfangen. Er befindet sich eine Ebene unter ihrem aktuellen Standort. Die Geonosianer haben ihre Anwesenheit bemerkt und die höchste Alarmstufe ausgerufen. Sie werden auf Widerstand stoßen. Scheißegal, die knüppeln wir alle nieder. Boah, ab und zu ist wirklich schlimm. Wo müssen wir überhaupt hin? Die Öffnung am Ende dieses Gangs liegt direkt über Sunfix Kontrollraum. Sie können sich von der Kante abseilen. Wir müssen weiter runter. Wow. Delta Leader, Einheit 07 ist jetzt in Ihrer Nähe und bleibt weiter in Deckung. Seien Sie vorsichtig. Da ist er. Freundest du dich mit den Einheiten? Sieben heißt er. Wo ist Sunfack? Im nächsten Raum, Boss. Keine Sorge, ich habe den Jungs noch ein paar Ziele übrig gelassen. Kontrollpunkt. Ja. Wie sollen wir jetzt da durchkommen? Ach so. Er hat es geschafft. Oh. Neutralisiert. Vorsicht vor den Speeren. Ziel neutralisiert. Verdammt, Ruinen. Musel. Kampfruinen. Kampfruinen. Die Mitglieder auf ein einziges Ziel feuern, um seine Panzerung zu durchbrechen. Bleiben noch 1000. Angriffsformation einnehmen. Ich empfange einen Energietransfer zu Sunfix-Jäger. Eliminiert. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Obwohl die Pistole finde ich geil ist. Ziel eliminiert. Waffe wechseln. Ach. Wie wechselt man Waffe? Okay. So, den machen wir hier noch platt und dann. Die Tür ist verriegelt. Sie müssen den Schließmechanismus zerstören. Hier, Granate. Warten auf der anderen Seite dieser Tür mehrere Gegner. Ich empfehle Ihnen, die Tür aufzubrechen und den Raum schnellstmöglich zu säubern. Platzieren Sie den Sprengsatz und gehen Sie in Deckung.
Platziere Sprengsatz. Gesichert. Auf geht's. Ein Stückchen machen wir noch. Da ist er, außerhalb des Schilds. Delta Leader, weisen Sie 0 Sigma die Scharfschützenposition zu. Er soll Sunfack ins Visier nehmen. Ja, ist ja gut. Sunfack versucht zu fliehen. Allseit bereit, Sir. Sunfacks Jäger läuft schon warm. Delta, was treiben Sie da eigentlich? Ja, er schießt doch. Sie haben einen erwischt, 3-8. Jetzt hast du... Ah ja. Hammer Snipe. Ja! Ich liebe diesen Geruch. Ich rieche nur verbrannten Geonosianer. Naja, meine Scanner zeigen eine Explosion an. Roger, Ziel terminiert. Habt ihr das gesehen? Das sah nicht aus wie ein geonosianisches Schiff. Bestätige, keine Identifikation möglich. Ich überprüfe die Datenbanken. Machen Sie weiter, Deltas. Wir haben keine Zeit zum Jubeln, Deltas. Wie Sie bereits wissen, ist das Team von 3-6 außer Gefecht. Sie sollten eine Droidenfabrik in diesem Sektor ausschalten. Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut. Begeben Sie sich zum Aufzug. Nein, da gehe ich jetzt nicht hin, weil wir über 20 Minuten sind und... ich hoffe, ihr habt einen richtig geilen Eindruck von Star Wars Kommando hier gekriegt. Republik Commander. Oder Kommando. Je nachdem. Ist ja egal. Tödliches Kommando hier. Oh, ich wollte schon sagen, ich komme nicht mehr durch. Auf jeden Fall ein sehr geiles Star Wars Spiel. Habe ich damals sehr gerne gespielt und jetzt spielt sich das auch noch gut, muss ich sagen. Bloß, dass man sieht, dass die Grafik halt alt ist und... Aber vielleicht kommt ja mal ein neues davon. Wer weiß, wer weiß. Ansonsten sehen wir uns Ende des Monats mit den nächsten Goldspielen. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.